Meine sehr verehrten Damen und Herren, seien Sie recht herzlich willkommen in Gesundheit im Gespräch. Heute mit dem Thema himmelhoch jauchzend zu Tode betrübt. Wir befassen uns heute mit den bipolaren Störungen. Das sind Krankheitsbilder mit Affektstörungen und die betroffenen Patienten, das wissen ja die einen oder anderen von Ihnen, sind sehr beeinträchtigt und natürlich nicht nur sie selbst, sondern auch ihre Angehörigen. Wir haben dazu, zu diesem Thema, Experten eingeladen und die möchte ich Ihnen heute gerne vorstellen. Ich fange mal an von links nach rechts. Ich begrüße recht herzlich Herrn Dr. Stefan Pollmecher. Er ist Hausarzt und qualifiziert in der Psychotherapie zusätzlich. Daneben sitzt Frau Dr. Petra Hummel. Sie ist niedergelassene Psychiaterin hier in Kassel. Herr Peter Ochs in der Mitte ist unser heutiger Moderator. Sie kennen ihn ja schon von vielen anderen Veranstaltungen. Dann rechts neben Peter Ochs begrüße ich recht herzlich Dr. Peter Reinhold Hildenhagen. Er ist leitender Psychiater unseres Gesundheitsamtes. Neben ihm sitzt Herr Horst Giesler. Er ist der Vertreter der Selbsthilfe und der Angehörigengruppe Bipolare Störungen. Und last but not least begrüße ich recht herzlich Herrn Privatdozenten Dr. Michael Franz. Er ist Leiter der Vitos Klinik Psychiatrie und Psychotherapie in Merxhausen. Ja, schön, dass Sie gekommen sind. Ich freue mich und wir werden gleich mehr von Ihnen hören. Und vorab, bevor wir mehr von Ihnen hören, möchte ich mich noch bedanken bei unserer Patenschaftskrankenkasse von heute Abend, die uns heute Abend unterstützt. Das ist die DAK. Guten Abend, Herr Braun, den habe ich eben gesehen. Die Patenschaftskrankenkasse wird Ihnen auch gerne behilflich sein, Ihre Fragen zu beantworten, wenn es um die Organspende geht. Unser Jahresthema der Gesundheit im Gespräch-Veranstaltung ist ja die Organspende. Und ich empfehle Ihnen doch ganz dringend, sich zu informieren und auch selber zu entscheiden, was Sie wollen, ob Sie Organspenden nach Ihrem Tod wollen oder nicht und das nicht Ihren Angehörigen zu überlassen. Dann möchte ich mich noch gerne bedanken bei den Gebärdensprachlerinnen, die hier hinter mir stehen und natürlich auch bei Clip Media, das ist die Firma, die diese Veranstaltung heute aufzeichnet. Und Sie können diese Veranstaltung am nächsten Dienstag um 18.45 Uhr im offenen Kanal sich anschauen. Wenn Sie es dort nicht finden oder den Kanal nicht bekommen, dann auch unter www.gesundheitimgespräch.de nochmal im Internet nachschauen. Vielen Dank bei meinem Team des Gesundheitsamtes, das den Saal wieder so herrlich gerichtet hat. Und jetzt möchte ich nicht weiter aufhalten und uns und Ihnen einen erkenntnisreichen Abend wünschen und gebe das Mikrofon erstmal an Herrn Peter Ochs weiter. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Müller. Sie kennen Sie alle, Frau Dr. Karin Müller, die Leiterin unseres Gesundheitsamtes von Kassel-Stadt und Kreis. Ich will mich gar nicht lange mit Vorreden aufhalten, sondern das Thema soll im Mittelpunkt stehen. Wir möchten auch mit Ihnen hinterher noch ins Gespräch kommen, das heißt ausführlich diskutieren. Und deshalb möchte ich gleich Herrn Privatdozenten Dr. Franz bitten, mit seinem kurzen einführenden Vortrag zu beginnen. Das Mikro können Sie gern nehmen. Ja, und wenn Sie auf das Knöpfchen drücken, geht ein Lämpchen an. Oben. Andere Seite. Guten Abend. Hat geklappt. Hat geklappt. Schön. Ich würde gerne vortragen. Ich habe auch ein paar kurze Folien. Dazu brauche ich so einen Präsenter. Sie mir den kurz geben, muss ich nicht extra runterkommen. Vielen Dank, meine Damen und Herren. Vielen Dank, Frau Müller, für die Einladung hierher. Die bipolare Störung ist wirklich eine sehr interessante, aber auch sehr schwierige Störung. Und ich werde jetzt mit wenigen Folien versuchen, nur so ganz grob zu skizzieren, worum es sich dabei handelt und wie es grundsätzlich behandelt wird.
Alles Weitere werden Sie dann auch von den anderen Spezialisten hier im Dialog erfahren können. Ich würde gerne eine Folie zeigen, die wir von der Weltgesundheitsorganisation so vor 10 Jahren publiziert wurde. Das ist eine bedeutsame Folie, die zeigt, dass es nicht darauf ankommt, ob man eine Krankheit hat oder nicht, sondern wie belastend sie ist. Die Weltgesundheitsorganisation hat prozentual errechnet, welche Krankheiten so für die Weltgesundheit, also alle Menschen der Welt, als besonders belastend eingestuft werden, sie an der Teilhabe, an der Arbeit oder am gesellschaftlichen Leben behindern. Und man zeigt diese Folie sehr häufig, wenn es um die Depression geht, also den obersten Balken, das können Sie vielleicht von hinten nicht sehen, das ist die unipolare Depression. Aber es gibt hier eine andere Erkrankung, das ist die bipolare Störung, die man hier sieht. Und da können Sie schon sehen, dass sie zu einer sehr belastenden Gruppe von Erkrankungen gehört. Viel belastender als zum Beispiel Diabetes oder andere sehr häufige und bekannte Erkrankungen, die auf dieser Folie gar nicht weiter aufgeführt sind, weil sie nicht so sehr belasten. Und eine einzige Folie zu der Frage, was weiß man eigentlich darüber, warum manche Menschen eine psychische Erkrankung, zum Beispiel eine bipolare Störung, bekommen und andere bekommen sie nicht. Das sind für die vielen Betroffenen und Angehörigen ja immer wieder sehr wesentliche Fragen. Warum hat es jetzt mich oder meinen Sohn oder meine Tochter erwischt und andere Leute nicht? Und ganz generell ist es so, dass wir heute wissen, dass Menschen manchmal eine bestimmte Verletzlichkeit haben. Man nennt es eine Vulnerabilität, die sie so wie ein Ticket durchs Leben begleitet, ein genetisches Ticket ein bisschen, eine Konstitution, aber auch durch Umstände während der Schwangerschaft und Geburt erworben. Es gibt viele Faktoren, die zu dieser Verletzlichkeit oder Vulnerabilität gehören. Und wenn Sie jetzt 3 Personengruppen haben, die Gruppe A, die so in ihrer Konstitution, soll man eigentlich nicht mehr sagen, aber so in dem, wie sie reagieren, wie sie auch genetisch und mit Aufwachsen, Interaktion, Umwelt aufgewachsen sind, dieses nicht haben, dann haben Sie eine Gruppe, die hat eine geringe Vulnerabilität und eine andere Gruppe, die hat eine hohe Vulnerabilität, also Verletzlichkeit. Und wenn Sie jetzt immer den gleichen Stress nehmen, dann passiert bei der Gruppe A eigentlich gar nichts, weil die psychische Erkrankung kommt erst, wenn der Stress über einen bestimmten Grenzwert ist. Wenn Sie jetzt diese Gruppe B haben, dann haben Sie den gleichen Betrag, da passiert immer noch nichts. Und die hochvulnerable, die hochverletzliche Gruppe, bei der wird der gleiche Stress, der andere Leute noch nicht so sehr belastet, dann zum Ausbruch aus der Latenz heraus einer solchen Störung führen. Und wie sieht die Störung nun im Einzelnen aus? Frau Müller hat schon gesagt, es sind affektive Störungen, es geht um das Gefühlsleben. Und hierbei gibt es eigentlich 2 große Pole. Das Gefühlsleben ist entweder sehr bedrückt, dann sprechen wir von depressiv, oder es ist sehr angehoben, dann sprechen wir von manisch. Und es gibt so 3 Gruppen. Die eine Gruppe, das ist die häufigste, die wird immer depressiv. Eine andere, die wird nur manisch. Ich erkläre das noch genau gleich. Und eine 3. Gruppe, die hat so beides. Also die ist bipolar. Und Sie sehen schon, dass die Bipolaren die kleinere Gruppe sind. Die Depressiven sind die größte Gruppe unter diesen affektiven Erkrankungen. Wie sehen die Symptome im Einzelnen aus? Ich glaube, das ist relativ bekannt. Ich will es jetzt nur kurz erwähnen. Bei der Depression, da haben wir als Kernsymptome so eine Verstimmung. Das ist keine Traurigkeit. Wer traurig ist, der hat ein vitales Gefühl, der spürt etwas. In der Depression ist es eher ein Herabgedrücktsein, ein Nicht-Fühlen-Können, ein Gefühl von quälendem, sich für nichts interessieren. Es fehlt oft der Antrieb und die Fähigkeit, sich zu freuen. Selbst einfachste Dinge fallen sehr schwer, die man normalerweise außerhalb der Depression kann. Und dann gibt es noch viele Gesichter, die so eine Depression hat, auf die ich jetzt nicht weiter eingehen will aus Zeitgründen, damit wir auch genug Zeit haben, noch Fragen zu stellen und miteinander zu reden. Sie sehen schon, es sind einige. Ich will nur noch mal erwähnen, dass Menschen oft auch negativ denken, wenn sie depressiv sind. Dann ist das Glas nicht halb voll, sondern halb leer. Dann ist die Zukunft ganz schwarz, die Vergangenheit, da hat man alles falsch gemacht und in der Gegenwart wird man von allen abgelehnt. So sieht man das, wenn man diese schwarze Brille der Depression aufhat. Und dieses Grübeln kann alleine schon ausreichen, um sich wieder in eine neue Depression hineinzudenken. Weshalb manche Menschen darauf achten, dass man als Depressiver nicht so viel negativ denken soll.
Und eine weitere große Thematik dieser Depression ist neben Appetitstörungen und Konzentrationsstörungen und Schlafstörungen die Tatsache, dass sowohl bipolare Patienten als auch monopolar-depressive eine erhöhte Suizidneigung und Suizidrate haben, die je nach Studie bei der Depression zwischen 10% und 15% und je nach Schweregrad bei der bipolaren Störung sogar noch höher liegen kann. Diese ganze Symptomatik wird dadurch verkompliziert, dass bei der bipolaren Störung diese andere Richtung oft nicht richtig erkannt wird. Das Depressive ist relativ leicht zu sehen, aber wenn jemand eine gehobene Stimmung hat und etwas gereizter ist, dann wird es nicht leicht erkannt. Und eines der größten Probleme, deswegen weise ich nochmal extra darauf hin, ist die frühzeitige und korrekte Diagnose der bipolaren Störung. Die vielen Probleme, die Menschen mit einer chronischen bipolaren Störung haben, die da auftreten, wie also zum Beispiel Arbeitsplatzverlust, dass die Symptome nicht mehr richtig weggehen, dass Medikamente nicht richtig wirken, die hängen oft mit der langen Zeitdauer zusammen, das kann man in Studien auch zeigen, bis zur korrekten Diagnose. Deswegen ist das so wichtig. Die bipolare Störung an sich ist keine einheitliche Erkrankung, so wie die Depression, sondern sie hat mindestens drei Gesichter. Es gibt die depressiven Phasen, es gibt die sogenannten manischen Phasen, die ich Ihnen gleich noch erkläre, und es gibt Mischphasen. Dann gibt es noch andere Dinge, die ich jetzt extra nicht noch aufziehe, zum Beispiel Rapid Cycler. Bei manchen Menschen wechselt das ganz schnell, bei manchen wechselt es nur flach. Es ist also wirklich ein vielgestaltiges Geschehen. Wir wollen noch mal kurz die Bipolar-1-Erkrankung angucken. Da geht es in diese also hat man leichte Depressionen und leichte Manien und schwere Manien. Die Symptomatik der Manie möchte ich jetzt kurz so erwähnen, weil sie in der Eile der Verkürzung unseres Vortrags offenbar unserem Verkürzungsintention zum Opfer gefallen ist. Bei der Manie erlebt der Patient im Prinzip das Gegenteil von der Depression. Die Stimmung ist gehoben, das Selbstwertgefühl übersteigert, man könnte Bäume ausreißen, die Gedanken beim Depressiven gehen ganz langsam. Also wenn ich jetzt diesen Vortrag depressiv halten würde, dann würde ich jetzt noch zwei Sätze sagen und dann würde mir der Antrieb fehlen, weiterzumachen. Es würde immer weniger werden. Und wenn ich eine manische Phase hätte, dann würde ich immer schneller reden, hätte immer mehr Ideen. Dann hätte ich gesagt, guten Tag, mein Name ist Franz, aber nicht der Kaiser Franz, der ist ja vom Fußball. Das geht dann immer so assoziativ weiter und eine Assoziation fällt auf die nächste. Und der Fußball ist ja den Berg runter und den Bach runter und es regnet in Strömen, wie die Bäche halt sind. Verstehen Sie, es geht immer so weiter und weiter. Viele kennen das vielleicht aus der Erfahrung von Angehörigen. Assoziatives, schnelles Denken und statt einer gedrückten Stimmung, diese heitere und manchmal auch gereizte Stimmung. Besonders schwer zu diagnostizieren, weil hier und da auch mal psychotische Symptome dazukommen. Hier und da auch mal Wahnideen oder Halluzinationen. Bei der Bipolar-1-Erkrankung ist das noch relativ leicht, weil die Depressionen sind ausgebrochen, deutlich ausgeprägt und die manischen Phasen auch. Das hier ist die Stimmung, ne? Rauf ist manisch, runter ist depressiv. Und dann gibt es so die leichte Manie, das nennt man Hypomanie, Hypo-unter. Und die ist etwas trickreich, denn während das hier alles so ausgeprägt ist und mindestens eine Woche dauert, ist bei der sogenannten Bipolar-2-Erkrankung, und deswegen erwähnen wir die heute Abend, die Depression immer sehr deutlich und wird auch diagnostiziert, während die Hypomanie oft nicht richtig oder zu spät wahrgenommen wird, so dass die Ärzte oder die Therapeuten dann denken, das ist eigentlich ein Depressiver und der Patient wird auch so behandelt, bis dann irgendwie doch mal eine schwerere manische Phase auftritt. Und in dieser Zeit ist es für Patienten und Angehörige oft nicht leicht. Außerdem bedarf die bipolare Störung einer etwas anderen Behandlung als die Bipolar 2, als die Bipolar 1 und vor allen Dingen als die reine Depression. Wie geht's jetzt weiter? Hier. Und das ist das dritte Komplizierte bei der bipolaren Störung, das wurde früher gar nicht so gekannt. Manchmal treten die manischen und die depressiven Zustände in einer Mischung auf. Das ist dann besonders schwierig zu behandeln und auch zu diagnostizieren. Dann sind zum Beispiel traurige, depressive Gedanken da, die aber mit einer hohen Geschwindigkeit vorgebracht werden. Oder jemand ist gleichzeitig gereizt und depressiv. Also eine ganz schwierige und komplexe Störung, eine richtige Herausforderung für die Betroffenen selbst und für die Angehörigen. Zur Therapie möchte ich drei Dinge nennen, nämlich die Pharmakotherapie, die Psychotherapie und den Trialog.
zu dem ich jetzt auch die Psychoedukation dazugezählt habe, obwohl die eigentlich auch schon vorher dazugehört. Und diese Pharmakotherapie hat drei große Gruppen. Das sind die Stimmungsstabilisierer, die Antidepressiva und die sogenannten Neuroleptika. Stimmungsstabilisierer, das Wort erklärt sich selbst. Alle Substanzen arbeiten an der Signalübertragung. Die Stimmungsstabilisierer, das sind verschiedene Substanzen wie Lithium oder Antiepileptika. Lithium ist eigentlich ein Salz, das als Spurenelement eine therapeutische Wirkung hat. Das ist 1954, erzähle ich immer gerne, von einem Psychiater im Selbstversuch entdeckt worden, der über die Meerschweinchen seiner Tochter so genervt war, dass er irgendwas zur Beruhigung brauchte. Und er hat es dann eingenommen und dann haben ihm die Meerschweinchen nicht mehr so viel ausgemacht. So ist Lithium im Selbstversuch auf den Markt gekommen. Es war auch eines der ersten doppelblind untersuchten Medikamente. Neben den Stimmungsstabilisierern die Antidepressiva, und Sie können sich schon vorstellen, die sind nicht ganz ohne. Ist der Patient depressiv, ist es natürlich sehr verdienstvoll, mittels des Antidepressivums aus der Depression herauszuhelfen. Aber es kann zu einem Umkippen, einem sogenannten Switch in die Manie kommen. Und dann ist das Antidepressivum gar nicht so segensreich. Deswegen sparen wir in der Maniebehandlung, in der bipolaren Behandlung Antidepressiva, wo immer wir können, und versuchen auf die Stimmungsstabilisierer oder auf die sogenannten Neuroleptika oder antipsychotische Medikamente auszuweichen. Sie sehen hier eine ganze Menge, von denen einige auch eine antidepressive Begleitwirkung haben, die sehr gut gegen die Manie wirken und mit denen man, und in der Kombination vielleicht mit Lithium oder anderen, dann um die Antidepressiva herumkommen kann, um eben diesen Switch in die Manie zu vermeiden. Ja, das Wort Basistherapie ist wichtig. Bei der bipolaren Störung sollte man eine Dauertherapie finden, die so als Basis immer da ist und die möglichst gegen alle drei Möglichkeiten der Phasen wirksam ist. Dazu gibt es auch Substanzen, die da zugelassen sind. Aber Sie sehen ja schon, aus Zeitgründen, aber auch aus anderen Gründen, gehe ich über einzelne Medikamente hinweg, weil ich das hier nicht machen möchte, dass ich jetzt so einzelne Medikamente herausgreife. Stattdessen lieber die ganz wichtige Botschaft: Es ist jetzt eine S3-Leitlinie erschienen. Das ist also eine nationale Versorgungsleitlinie mit der höchsten wissenschaftlichen Evidenz. Bipolare Störungen. Herr Giesler ist auch Mitautor, der heute Abend bei uns ist, über das Kapitel Trialog. Und diese hat als Empfehlung auch die Psychotherapie. Es gibt wissenschaftliche Studien, die Gruppen mit und ohne verglichen haben, per Zufall randomisiert, die zeigen, dass Psychotherapie bei bipolaren Störungen wirksam ist. Es senkt die Rezidivraten, es senkt die Dauer und Länge der Episoden und es senkt auch die Rehospitalisierung. Patienten müssen nicht mehr so oft in die Klinik und funktionieren im Alltag besser, können mehr arbeiten, mehr Teilhabe an der Gesellschaft haben. Und damit sind wir beim letzten Punkt: Angehörige und Freunde. Es gibt viele Studien, die zeigen, dass nicht nur bei der bipolaren Störung, sondern auch bei anderen, die Größe des sozialen Netzes eines Menschen mit seiner psychischen Gesundheit korreliert. Das war jetzt ein bisschen abstrakt und das heißt übersetzt: Je mehr Freunde und Angehörige jemand hat, desto geringer ist seine Vulnerabilität, seine Verletzlichkeit, die Sie am Anfang gesehen haben. Es gibt viele Studien, die zeigen, Angehörige sind wirksam. Sie wirken wie Medikamente, sie senken die Rezidive, sie halten die Patienten an Stellen, wo Kliniker, Therapeuten, Ärzte das nicht können. Und auf der anderen Seite sind Angehörige natürlich sehr belastet. Und ich muss selbst sagen, ich mache ja Angehörigenforschung sehr breit, sehr lange. Die Angehörigen der bipolar Erkrankten, oder wenn ich mal einen Vortrag auf der Deutschen Gesellschaft für bipolare Störungen für Angehörige gehalten habe, das ist schon die Gruppe, wo ich auch immer deutlich merke, die haben es wirklich auch besonders schwer, nochmal im Vergleich zu allen anderen Angehörigen. Und das Ganze steht auch auf dieser Folie. Gut, vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Ja, Herr Dr. Franz, herrlichen Dank für diese kurze, knappe Darstellung. Aber Sie gestatten mir, da sind ja so viele Fragen geblieben.
bestimmt im Publikum, auch bei uns hier oben. Und wir möchten das Thema jetzt nicht gleich ins Publikum runtergehen, sondern ich möchte zunächst mal den Hausarzt fragen. Sie sind ja schließlich, glaube ich, der Erste, der mit Patienten in Kontakt kommt oder mit Angehörigen, die dann Symptome schildern, die Sie aufhorchen lassen. Ja, das stimmt. Also ich würde das auch noch ergänzen. Die Hausärzte sind meistens die Ersten und die Letzten auch, die damit in Kontakt kommen und die auch natürlich die Aufgabe haben, zu gucken, inwieweit weitere Hilfestellungen notwendig sind, also fachärztliche Betreuung oder eventuell auch stationäre Behandlungen. Jetzt muss man natürlich sagen, dass Hausärzte primär in ihrer Ausbildung kein großes Schwergewicht haben auf bipolare Erkrankungen, psychiatrische Erkrankungen oder psychotherapeutisch notwendige Behandlungen. Und man muss auch leider sagen, das ist auch meine Kritik an dem Gesundheitswesen, wie sich es im Moment darstellt. Es ist auch darauf, wird wenig Wert gelegt, sowohl gesundheitspolitisch als auch im Rahmen der Ausbildung. Es ist ein sehr starker Trend hin zu technisierter Medizin und bipolare Störungen wie andere psychische Erkrankungen erfordern ein hohes Maß an persönlicher Kompetenz und ein hohes Zeitbedarf und einen hohen Gesprächsbedarf. Das bildet sich aber so weder in der Ausbildung noch in der Honorierung der Kollegen ab und insofern ist das sehr stark auch unterbelichtet, leider. Ja, ich glaube, die Erfahrungen haben alle schon gemacht, die Angehörige haben mit diesem Krankheitsbild. Was ist denn in der Regel der Fall oder in der Mehrzahl der Fall? Kommen Angehörige zu Ihnen und sagen, ich glaube, wir haben da ein Problem in der Verwandtschaft oder diagnostizieren Sie das selbst? Oder kommen gar Betroffene und sagen, Herr Dr. Mal ist mir so heiß, mal ist mir so kalt? Das hängt von der Phase ab. Also in der depressiven Phase kommen mehr die Patienten, weil sie haben auch einen sehr hohen Leidensdruck. Und in der manischen Phase kommen die Patienten meistens nicht, sondern die Angehörige, weil jeder von uns kennt Phasen, wo es einem sehr gut geht. Und man muss sich vorstellen, eine manische Phase ist das noch potenziert, also noch heftiger. Man muss nicht schlafen, man kann gut denken, man hat viele Gedanken, man ist gut drauf. In der manischen Phase fühlt man sich nicht krank. Das heißt, man nimmt auch, man hat gar nicht das Bedürfnis, Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil, warum denn? Mir geht's doch gut. Dann, und da, so ist auch die Gereiztheit zum Teil zu erklären, weil mir sagen dann auf einmal in der manischen Phase ganz viele Leute, hast du sie noch alle? Ja, wie denn? Mir geht's doch gut, ja. Und insofern kommen in der manischen Phase eher die Angehörigen, die dann natürlich auch sehr belastet sind. Also jemand, der, Herr Franz hat es ja vorhin so ein bisschen als Beispiel anklingen lassen, jemand, der so assoziativ denkt und vom Hölzchen aufs Stöckchen kommt und man sieht, der dreht auf hohen Touren, aber kommt nicht voran, das ist für die Angehörigen ganz belastend, vor allen Dingen, weil der auch keinen Rat zugänglich ist, krankheitsbedingt. Wie ist denn das mit dem Lebensalter der Betroffenen? Kann das auch schon Kinder befallen? Ist ADHS vielleicht auch schon ein Einstieg? Das wäre jetzt eine Frage an einen Wissenschaftler wie Herrn Franz. Ich würde das sagen, nein. Das sind komplett andere Sachen. Und soviel ich weiß, gibt es Manie im Kindesalter eigentlich in der Form nicht, nein. Ja, herzlichen Dank einstweilen. Und Frau Dr. Hummel, Sie kommen als niedergelassene Psychiaterin dann in die nächste Stufe der Behandlung. Sie sind Fachärztin und die Patientinnen und Patienten werden zu Ihnen überwiesen. Mhm. Oder kommen die direkt? Ich würde gerne noch was zu Ihrer Frage wegen natürlich. Des ADS oder ADHS sagen. Das ist ja das Problem bei der Manie oder bei der bipolaren Störung. Die beginnt ja recht früh, die beginnt ja häufig schon vor dem 18. Lebensjahr. Also doch. Also auf jeden Fall, sagen wir mal so, bis Mitte 20, deutlich früher als die Depressionen. Und die wird zum Teil auch deswegen eher spät diagnostiziert, weil man
denkt, aha, das sind Pubertätsprobleme, das ist ADS. Ja, also die sogenannte Differentialdiagnose, das Auseinanderhalten der Symptome, bis man das wirklich, wie soll ich sagen, klarkriegt, dass es eine manische Phase ist oder eine Bipolarität dann, das ist am Anfang wirklich recht schwierig. Ne? Also man könnte es durchaus erstmal vielleicht damit verwechseln. So, und die Patienten werden dann vom Hausarzt zur Fachärztin geschickt? Ja. Und dann beginnt die große Suche. Also, wie Herr Pollmecher schon sagte, in der Depression kommen die Betroffenen in der Regel selbst. Man hat einen riesen Leidensdruck und das ist überhaupt kein Problem. Meine Rolle als Niedergelassene sehe ich in allererster Linie in der Langzeitbegleitung. Auch es ist unwahrscheinlich schwierig, wenn jemand manisch ist und kommt zu mir in die Praxis und ich kenne den oder diejenige nicht, demjenigen dann zu sagen, mag ja sein, dass es Ihnen gut geht, aber jetzt brauchen Sie erstmal Medikamente. Das funktioniert in der Regel nie. Und das ist das große Problem. Also meine Erfahrung ist, es braucht wirklich erstmal eine lange Zeit, dass ein Vertrauen entsteht und dass Leute manchmal nach vielen Jahren kommen und sagen, na, ich weiß nicht, kriege ich wieder eine Phase, muss ich jetzt was machen, muss ich ein Medikament nehmen. Also meine Erfahrung ist das Vertrauen in der Zusammenarbeit, auch sozusagen so auf Augenhöhe, ist was total Wichtiges, weil es die Akzeptanz erhöht, auch ein Medikament einzunehmen. Ja. Haben Sie auch Kontakte mit den Angehörigen? Ja, das entspricht etwa so auch dem, was Herr Pollmecher sagt, oft melden sich Angehörige. Wenn jemand in einer ausgeprägten Manie ist, dann hat man das Problem, also wie kommt er in die Praxis, kommt er überhaupt und wo geht er dann hin? Ja, geht er dann nach Hause, nimmt er ein Medikament oder sie ein Medikament, müssen wir unter Umständen das Gesundheitsamt einschalten? Also wenn die Angehörigen sich melden, ist es meistens schon ziemlich weit fortgeschritten. Suchen Sie das Gespräch mit den Angehörigen. Bitten Sie die Patienten doch mal, Partner, Freunde oder irgendjemanden mitzubringen, dem Sie vertrauen? Ja, im Verlauf schon, aber das bespreche ich mit den Betroffenen. Nicht alle wollen das. Also kann ich nicht so pauschal sagen, dass das... Manchmal ist es notwendig, da entscheide ich es auch, aber in der Regel bespreche ich das und sage das auch, dass ich meine, dass es notwendig ist. Es ist ja dann auch die Frage, die Angehörigen leiden ja sehr stark unter der Situation. Oftmals fällt es ihnen auch sehr schwer, diese Symptome überhaupt selber als krankhaft einzuordnen. Also generell ist es wichtig, Betroffene und Angehörige miteinander im Gespräch zu haben, um auch eine Transparenz zu schaffen und eine Aufklärung. Das Ganze ist ja, wie wir schon vom Hausarzt gehört haben, Herr Dr. Pollmecher, eine sehr zeitaufwendige Geschichte, die der Hausarzt ja in der Verfolgung gar nicht immer leisten kann, angesichts der Vielzahl von Patienten und des Kostendrucks, der da ist. Wenn Sie an den Facharzt überwiesen haben, bekommen Sie die Patienten dann zurück? Verfolgen Sie deren Schicksal weiter oder sind Sie froh, dass Sie die losgeworden sind? Ich glaube, ich bin dafür bekannt, dass in meiner Praxis da sehr viele bunte Schicksale sich auch treffen. Also ich behandle die gerne und auch sehr lebenslang sozusagen, ja. Schon allein dadurch, weil ich ja oft auch der Hausarzt der Angehörigen bin. Also der Weg geht oft so, dass ich hausärztlich bei den Angehörigen tätig bin und dann erkrankt einer aus der Familie, der vielleicht noch gar nicht in meiner Praxis war, und so ergibt sich das dann. Das sehe ich auch als
das, was mir Spaß macht an der allgemeinen Medizin, nicht nur den Menschen zu sehen, sondern auch sein Umfeld und auch seine Familie. Und so ergibt sich das zwangsläufig. Wobei natürlich, das klingt für mich in der Frage ein bisschen an, dass natürlich auch in einer engen Abstimmung immer auch mit einem oder gerne mit einem fachärztlichen, psychiatrischen Kollegen oder Kollegin geschieht. Es gibt immer wieder Situationen, die gar nicht so einfach zu handeln sind als Allgemeinmediziner und wo ich immer froh bin, wenn ich auch eine Expertise mir holen kann, kurzfristig. Ja, Frau Dr. Hummel, vielleicht noch kurz die Frage zu dem Thema Zeitaufwand. Das ist ja ein großer Gesprächsbedarf, der dort besteht, bis man sich selbst ein Bild machen kann. Und ich kann mir auch vorstellen, dass die Patientinnen und Patienten gar nicht so einfach zu knacken sind, dass sie den Kern erreichen, den Auslöser finden. Die schirmen sich wahrscheinlich erst einmal ab. Oder sie sind, wenn sie sehr depressiv sind, desinteressiert an Gesprächen, an Behandlungen, wollen sich nicht, können sich gar nicht richtig äußern. Wie kommen Sie da voran? Naja, das sind so zwei Seiten. Das eine ist, dass ist die Kostenseite, die darf ich nicht außer Acht lassen. Wir haben als Niedergelassene im Moment zwischen 40 und 50 Euro pro Quartal, also pro 3 Monate für Gespräche psychiatrischer Patienten zur Verfügung. Da kann man sich so vorstellen, was theoretisch möglich ist, also was praktisch möglich ist. Es reicht natürlich nicht ein oder zwei Gespräche pro Quartal, aber mehr werden nicht vergütet. Das heißt, natürlich ist das immer ein Zusatz. Wie heißt das? Zuschussgeschäft. Zuschussgeschäft, ja. Wie komme ich mit den Leuten ins Gespräch? Das können mal kurze Termine sein, das kann mal eine Stunde sein, sodass die gesamte Sprechstunde chaotisch ist. Also der Albtraum ist, wenn ich das mal so sagen darf, wenn jemand hochakut ist und behandlungsbedürftig, vielleicht noch in die Klinik muss und wir diskutieren 1,5 Stunden so. Das ist für Niedergelassene der Super-GAU. So. Das kommt aber relativ selten vor. Ich weiß es nicht so genau, warum. Vielleicht kommen wir da nachher noch mal ins Gespräch. Es ist nicht so oft. Ich glaube, ich mache es oft so, ich mache häufige, kürzere Termine im Quartal, um erstmal auch, dass so eine Bindung entstehen kann. Und dann später, wenn jemand wirklich angekommen ist, kann man Termine in größeren Abständen geben oder ich mache das auch mal telefonisch. Ja, vielen Dank, Frau Dr. Hummel. Jetzt habe ich links von mir Herrn Doktor, jetzt muss ich den Namen nochmal ablesen, Herrn Reinhold Hildenhagen. Herr Dr. Hildenhagen, Reinhold Hildenhagen, Doppelname. Herr Dr. Reinhold Hildenhagen, Frau Dr. Hummel sprach vorhin kurz an, oder ich muss das Gesundheitsamt einschalten. Wie muss ich das verstehen? Der sozialpsychiatrische Dienst kommt eigentlich immer dann ins Spiel, wenn die Menschen das zur Verfügung stehende Hilfesystem nicht mehr von alleine erreichen. Oder aber, wie jetzt in dem geschilderten Fall eines akut manischen Menschen, der in der Praxis ist und vielleicht in einem ganz aufgetreten, kranken Zustand die Praxis wieder verlässt, dann muss es ja jemanden geben, der sich der Sache annimmt und dafür sorgt, dass er in Behandlung kommt. Und das sind dann wir. Dann gibt es einen Anruf von Frau Dr. Hummel im sozialpsychiatrischen Dienst oder beim Gesundheitsamt und der Krisendienst rückt aus und versucht, den Menschen zur Behandlung zu bewegen. Und wenn das eben gar nicht möglich ist, dann eben auch ihn möglicherweise mit richterlicher Hilfe unterzubringen und seiner Behandlung zuzuführen. Das kann sein im akut manischen Zustand, das kann auch sein, wenn jemand sehr stark depressiv ist und vielleicht suizidgefährdet, vielleicht sogar wahnhaft depressiv ist oder besonders eben auch in den Mischzuständen, die der Dr. Franz vorhin geschildert hat, in denen eben sich das Getriebene und das Depressive mischen können und auch psychotische Zustände auftreten können.
Das heißt also Selbstschutz und im Prinzip auch Schutz der Angehörigen, Schutz der Gesellschaft stehen im Vordergrund. Ja, beides. Also wir müssen natürlich zuerst klären, gibt es eine akute Gefährdung für den Menschen selbst, zum Beispiel eben durch Suizid oder durch völliges Verschätzen der Realität. Also die Kritikfähigkeit geht ja in der Manie ziemlich unter. Manche Menschen fahren dann noch Auto zum Beispiel und sind eigentlich nicht mehr dazu in der Lage. Häufig gibt es Komorbidität mit Suchtkrankheiten, die dann gefährlich werden können. Und eben auch, wenn es Situationen gibt, in denen andere gefährdet sind, dann gilt das gleichermaßen, ja. Und das bedeutet für Sie, 24 Stunden am Tag muss jemand erreichbar sein? Nein, das bedeutet das zum Glück für uns nicht, sondern wir sind erreichbar in den normalen Zeiten, also bis 16 Uhr. Freitags bis 13.30 Uhr und danach ist die Polizei zuständig. Aha. Für die ganz akuten Gefährdungen und Unterbringungen. Ja, das ist natürlich verständlich, klar. Natürlich, der hausärztliche Notdienst auch, ja, na klar. Die Hausärzte sicherlich auch, natürlich. Ich kann mir nur vorstellen, dass gerade an Feiertagen wie Weihnachten, was uns jetzt wieder droht, oder Neujahr, längere Zeiten, auch der Dunkelheit im November, die Fälle sich häufen, oder ist das Irrglaube? Es gibt auch jahreszeitlich bedingte oder jahreszeitlich begünstigte Depressionen, aber im Grunde, soweit ich weiß, sind eigentlich zu allen Jahreszeiten das Krankheitsauftreten ungefähr gleich verteilt. Ja, vielen Dank, einstweilen. Und Sie zuckten ein wenig, Herr Dr. Franz, wollten Sie noch was dazu sagen? Ich hatte nur reingerufen, es gibt ja einen Sicherstellungsauftrag auch für den niedergelassenen Bereich. Da gibt es dann einen zumindest ärztlichen Notdienst. Mhm. Nicht, dass also jetzt jeder ärztliche Notfall dann zur Polizei. Das war, ne? Und dann gibt es eben noch die Kliniken mit der Noteinweisung, die sind rund um die Uhr da. Ne? Das war so eine kleine Ergänzung. Gerne, klar, danke für den Hinweis. Jetzt möchte ich ganz wichtig auf die Selbsthilfegruppe kommen. Wir haben hier einen Vertreter der Selbsthilfegruppe für Angehörige sitzen und Sie sind vorhin schon erwähnt worden als Mitautor, Herr Giesler, an dieser Studie. Sie sind sicherlich nicht aus Menschenfreundlichkeit dazu gekommen, sich um dieses Thema zu kümmern, sondern vermutlich auch als Betroffener animiert worden, eine Selbsthilfegruppe zu gründen. Das ist eine sehr, sehr wertvolle Arbeit, weil die Menschen ja wissen, wovon sie reden, und sie haben es am eigenen Leib erlebt. Erzählen Sie uns doch mal ein bisschen über Ihren Werdegang. Ja, erstmal schönen guten Abend. Ich freue mich natürlich sehr, dass ich heute Abend hier in dieser Runde teilnehmen darf. Es ist für mich der erste Schritt eigentlich und ein ganz wichtiger, zur Entstigmatisierung beizutragen, weil genau das Anliegen der Angehörigen ist, wegzukommen von der Stigmatisierung. Das ist das eine. Das andere ist, dass ich der Auffassung bin, und meine Frau und ich betreiben jetzt seit über 10 Jahren, ich sag's mal so salopp, dieses Geschäft und engagieren uns ehrenamtlich in der Selbsthilfe und auch für die Deutsche Gesellschaft für bipolare Störungen und beschäftigen uns mit diesem Krankheitsbild sehr ernsthaft. Wir sprechen von 2,5 Millionen Erkrankten, das ist das eine, das muss man sagen. Und leider sieht es wirklich so aus, wir konnten es von den Spezialisten schon zwischen den Zeilen hören, dass wir teilweise heute noch bis zu 8 Jahren brauchen, bis die Krankheit dann exakt diagnostiziert ist. Das ist ein Trauerspiel, dafür gibt es aus meiner Sicht auch Gründe. Ein ganz wichtiger Grund, Herr Ochs, ist für mich, dass wir zu wenig tun in Sachen Prävention. Dr. Franz sagte es schon, und auch das sind die Erfahrungen, die wir als Angehörige machen, aber in enger Zusammenarbeit natürlich mit den Betroffenen. Je eher es die Krankheit diagnostiziert wird, und es ist eine schwere Krankheit, es ist eine unheilbare Krankheit, umso erfolgreicher können wir dieses Krankheitsbild bearbeiten. Das sind unsere Themen,
Und dann natürlich in diesem Zusammenhang das trialogische Vorgehen. Ja, lassen Sie mich mal kurz einhaken. Das ist eines Ihrer Schwerpunkte, wurde vorhin auch schon kurz angesprochen. Können Sie uns mal erläutern, was darunter zu verstehen ist? Ja, das tue ich gern. Also das trialogische Vorgehen ist ganz simpel. Wir haben den Behandler auf der einen Seite, wir haben den Erkrankten auf der anderen Seite und wir haben den Angehörigen. Und wenn wir dieses Krankheitsbild eben auf gleicher Höhe im Trialog bearbeiten, haben wir eben die Erfolge, die wir brauchen, damit es uns allen gut geht. Und so weit gut geht, dass der Erkrankte selbst auch wieder am Arbeitsmarkt teilnehmen kann, und zwar am ersten Arbeitsmarkt. Und das sind ja die Ziele, die wir eben verfolgen und eben uns nicht in unser Schicksal begeben. Soweit sollte es erst gar nicht kommen. Wie arbeitet denn Ihre Selbsthilfegruppe? Natürlich sind es alles Angehörige, die zu Hause Tochter, Söhne etc. haben, die eben einfach unter diesem Krankheitsbild leiden, und jeder bringt seine Sorgen und Nöte mit in die Runde. Wir tauschen uns aus, wir geben auch untereinander uns natürlich Ratschläge, Hilfe, versuchen auch die Kontakte dann zur ärztlichen Behandlung darzustellen und zu knüpfen. Das sind 2 Stunden, ist das kein Thema. Also die gehen, verfliegen wie im Fluge. Wie oft treffen Sie sich? Wir treffen uns alle 2 Monate über das Jahr hinweg. Haben dieses Jahr etwas kürzer getreten, weil die Belastungen doch relativ groß sind für die Angehörigen, dass also auch eine Auszeit mal ganz, ganz wichtig ist. Und ansonsten tauschen wir uns natürlich auch telefonisch aus. Ich werde eben auch sehr stark über die Woche hin telefonisch kontaktiert, besetze auch eine Hotline, eine bipolare Hotline bundesweit, wo die Sorgen und Nöte auch an mich herangetragen werden. Und da spürt man natürlich die Defizite, die wir hier innerhalb Deutschlands haben. Erstens natürlich die langen Wartezeiten, zweitens natürlich die Belastungen der Behandler. Das hängt einfach mit den Zeitkontingenten zusammen. Und ich unterstütze natürlich sehr die Aussagen, dass derart schlecht finanziert wird, dass man kaum noch Zeit hat, sich eben dem Krankheitsbild zu widmen, und geschweige denn im Trialog. Man darf das ja nicht vergessen. Wenn man das im Trialog tut, ist das ja noch zeitintensiver. Also hier sind Defizite vorhanden, die schon schlimm sind. Und ich sage es nochmal, die Angehörigen nicht mit einzubeziehen, ist ein ganz klarer Kunstfehler. Ja, vielen Dank, Herr Giesler. Sie dürfen auch ruhig applaudieren, wenn Sie der Meinung sind. Herr Dr. Franz, ich habe noch 2 kurze Fragen zu Ihrem Einführungsvortrag. Am meisten hat mich überrascht, dass Sie sagten, dass 50% der Erkrankungen in den USA so spät erkannt werden. Haben Sie aus dieser Studie? Und dort ist es doch eigentlich Mode, seinen Psychiater zu haben. Da geht man doch hin, damit man drüber reden kann mit den Freunden. Bei uns verstecken sich ja die Erkrankten. Und in Amerika, ich bin oft drüben gewesen und da hieß es immer, ja, mein Psychiater hat mir heute erzählt, ich gehe heute mit meinem Psychiater Golf spielen oder wie auch immer. Das ist eine neue Behandlungsmethode, was die Leute erzählen. Wahrscheinlich sind das keine ernsten Erkrankungen, die die dort haben. Also, wir haben ja alle so unsere Vorstellungen über die USA, das wollen wir jetzt nicht weiter diskutieren. Es ist wohl tatsächlich so, wie Sie sagen, dass die Modeerscheinung zum Shrink oder zum Psychiater zu gehen, wie man das in den USA nennt, nicht gerade die Leute trifft, die es wirklich nötig hätten, und dazu gehören die Bipolaren. Und diese niedrige Diagnoserate und diese lange Zeit bis zur richtigen Diagnose ist in Deutschland genauso. Es gibt nur keine entsprechende Studie, deswegen habe ich die amerikanische zitiert.
Ja? Der Hinweis war das Problem, je früher die Diagnose, desto besser ist das Ergebnis der Behandlung. Ich würde gerne auch noch einen Satz zum Trialog sagen. Herr Giesler hat das ja sehr prägnant rausgestellt und Sie wissen, dass unsere Klinik das auch und ich das auch immer sehr, sehr unterstützen. Aber es kommen große Probleme auf uns zu, die auch viele Betroffene und Angehörige spüren werden, sehr bald spüren werden. Die Psychiatrie bekommt jetzt auch ein neues Vergütungssystem, ähnlich wie die somatischen Kliniken, die sogenannten DRGs. Die heißen bei uns etwas anders, ich will das jetzt nicht weiter ausführen. Aber ein Mechanismus dieser neuen Entgeltsysteme besteht darin, dass mit zunehmender Aufenthaltsdauer die Vergütung immer weniger wird. Sie sind degressiv, sie nehmen ab, so dass gerade die Schwerkranken, Depressiven, die Bipolaren, die Menschen, die es richtig getroffen hat mit der Psyche, zunehmend weniger Zeit in Geldeinheiten zur Verfügung haben werden, damit wir genau die Dinge tun können, die Herr Giesler gerade angemahnt hat, die in den Leitlinien stehen und die eigentlich dringend notwendig wären. Und wir werden noch sehr, sehr viel kämpfen und überlegen müssen, wie wir das in eine Organisation umsetzen können, um den Bedürfnissen der Angehörigen dann noch weiter gerecht zu werden. Ich möchte das wirklich in aller Deutlichkeit hier sagen. Unsere Klinik hat, ich weiß nicht, 12 oder 14 Angehörigen und Psychoedukationsgruppen. Das ist sehr aufwendig. Das machen wir alles add-on mit dem Personal von einem Budget, das dann immer schmaler wird, je länger der Patient da ist. Im niedergelassenen Bereich sieht es aber ähnlich aus und man muss sich überlegen, wo sollen die Patienten dann hin, um eine adäquate psychotherapeutische und psychiatrische Versorgung zu bekommen. Klingt nicht sehr motivierend, aber muss einmal angesprochen werden. Ergänzend nur dazu, Herr Ochs. Unsere Tochter, die erkrankt ist, war nun Gott sei Dank von Anfang an in der glücklichen Lage, eine Psychiaterin zu haben, die sich sehr viel Zeit genommen hat. Die nach der Akutbehandlung dann eben in die Prophylaxe übergegangen ist und heute noch, obwohl sie schon 15 Jahre und länger unter diesem Krankheitsbild leidet, alle 6 bis 8 Wochen ihren Psychiater aufsucht. Und es gibt einen ständigen Austausch. Und das ist ein Beispiel. Ich kenne aber viele, viele Beispiele, wo genau das Erfolgsmodell ist, warum es den Erkrankten heute gut geht. Also man weiß heute exakt, wie der Behandlungsverlauf stattfinden muss, um letztendlich das Beste für den Patienten zu tun. Aber man schafft es nicht mehr. Das ist die Realität. Man kann gar nicht genug darauf hinweisen, wie wichtig diese beiden Statements sind, weil man letztlich von ärztlicher Seite da hilflos ist, wenn man sieht, dass die politischen Stellschrauben so gedreht werden. Und was der Dr. Franz sagt, das neue Entgeltsystem in der Psychiatrie ist, glaube ich, gar nicht so weit bekannt. Das müsste man eigentlich medial viel mehr in den Vordergrund bringen. Da kommt auf die Betroffenen und auf die kranken Menschen ein GAU zu, der ist noch gar nicht richtig zu übersehen. Da ist mit einer Forschheit an Stellschrauben gedreht worden, die Folgen sind noch nicht abzusehen. Ich halte das auch für eine Katastrophe und es wäre eigentlich wichtig, darüber auch nochmal für eine Sache der Presse nochmal zu informieren. Weil das Kind ist schon fast im Brunnen gefallen, finde ich, was da passiert. Und das wird sehr, sehr schlimme Auswirkungen haben. Mhm. Vielen Dank für diesen deutlichen Hinweis. Das Problem dabei ist immer, dass die kassenärztlichen Vereinigungen mit der Presse gar nicht so gern darüber reden, wie sie die Gelder verteilen. Moment, da muss ich jetzt gleich wieder. Jetzt kommen wir wieder an einen Punkt der Vermischung der unterschiedlichen Körperschaften des Öffentlichen. Das ist defekt, das Mikrofon. Nehmen Sie mal das. Also jetzt kommen wir wieder in ein ganz schwieriges Thema, nämlich der Vermischung der unterschiedlichen Körperschaften des öffentlichen Rechts im deutschen Gesundheitssystem. Da blicken selbst die Ärzte teilweise nicht durch, weil das so komplex und verschieden ist. Die Kassenärztliche Vereinigung hat mit dem Entgeltsystem der stationären Behandlungsstätten überhaupt nichts zu tun. Das ist eine rein politische Verantwortung. Da sind unsere Politiker gefragt, unsere Gesundheitsberater. Ich kenne einige, es gibt da sehr Prominente, die auch mit einer Fliege sehr häufig mal abgebildet sind und ihre Statements geben.
die werden gefragt und nicht Körperschaften des öffentlichen Rechtes, weil das eine rein politische Entscheidung. Die sogenannte Kassenärztliche Vereinigung ist auch nicht dafür zuständig für die Verteilung des Geldes bei Krankenhäusern, sondern nur bei Niedergelassenen. Und was Herr Franz ansprach, betrifft den Krankenhausbereich, aber es betrifft auch da gerade die am schwersten Erkrankten, und das finde ich so gemein, die, denen es sowieso schon am schlechtesten geht, da wird jetzt die Stellschraube angedreht. Das kann nur nach hinten losgehen. Ja, ich habe Dr. Franz so verstanden, dass die Gelder, die zur Verfügung stehen für die stationäre Unterbringung, mit der Dauer der Behandlung immer geringer werden und im Einzelfall und die Patienten notgedrungen dann vielleicht wieder auf die freien Ärzte, auf die Niedergelassenen abgeschoben werden müssen, allein aus Kostengründen. Ja, also es wird eine wie auch immer geartete Verknappung der Budgets für die Schwerkranken, die eine längere Zeit brauchen, die Trialog brauchen, die mehr Maßnahmen, mehr Diagnostik, mehr Therapie brauchen, in automatisch geben. Etwas gebrochen durch irgendwelche Einstufungsverfahren, die wir dabei haben, aber die will ich jetzt gar nicht weiter ausführen. Übrigens nur am Rande, während leichter Kranke in der Psychosomatik ohne diese abnehmenden Entgelte behandelt werden können. Es ist unglaublich und es bleibt ein bisschen die Spucke weg, wenn man das sieht. Ich will es jetzt auch nicht weiter auswalzen, ich will nur darauf hinweisen, ich danke Herrn Pollmecher auch sehr für diesen engagierten, nachdrücklichen Beitrag, die KV kann da gar nichts für. Und die Kassen, im Gegenteil, also in dem Fall, ne, aber unsere Fachgesellschaften laufen Sturm und man muss darauf aufmerksam machen, damit die Betroffenen auch wissen, was da unter anderem auf sie zukommt. Sie hatten aber noch eine Frage. Irgendwas mit dem Vortrag? Ja, die zweite Geschichte mit dem Vortrag, klar. Sie haben ein ziemlich einen großen Kreis von Symptomen an die Leinwand geworfen und das macht wahrscheinlich jedem, der da drauf geguckt hat und mit den Augen hin und her gewandert ist, klar, wie schwierig die Diagnose ist und die richtige, gute Anfangsdiagnose. Und Sie sagten auf der anderen Seite, man darf nicht so lange warten, je früher es diagnostiziert wird, desto besser ist es für den Patienten, natürlich auch für den Arzt. Und das setzt voraus, dass dieses Krankheitsbild eigentlich in der Ausbildung der Ärzte allen Medizinern nahegebracht wird. Sehen Sie eine Chance dazu oder sehen Sie die Schwierigkeit, dass die Hausärzte doch alles Mögliche behandeln müssen und dafür gar keine Zeit aufwenden können? Also ich halte Vorlesungen in der universitären Hochschullehre in der Universität Gießen und Marburg. Ich sehe sehr viele Studenten, ich mache Psychopathologie-Ausbildung und auch die Sozialmedizin, den psychiatrischen Teil. Und ich bin immer wieder sehr erstaunt, wie wenig Raum das Fach Psychotherapie und Psychiatrie in der Medizinerausbildung einnimmt angesichts der Häufigkeit, der zunehmenden Bedeutung und des vielfältigen Vorkommens psychischer Störungen insgesamt beim Hausarzt, aber auch bei anderen Störungen. Jeder chronische Schmerzpatient, 80%, 90% aller chronischen Schmerzpatienten werden eine schwere Depression komorbide entwickeln. In der Orthopädie kommen ganz viele Borderline-Patienten, depressive Patienten oder sekundär. Überall sind die psychischen Störungen. Man muss sie gut kennen, damit sie nicht chronifizieren. Sie werden immer teurer. Depressionen sind der Hauptgrund für Berentungen mittlerweile. Während die somatischen Erkrankungen bei Berentungen und Arbeitsunfähigkeiten stagnieren oder weniger werden, werden die psychischen immer mehr, sind mittlerweile am Spitzenplatz und davon nochmal die affektiven Störungen ganz oben. Von daher sollte man die gut kennen. Es ist ein bisschen schwierig, man muss dafür kämpfen, das tun wir auch. Und das Schwierige bei der bipolaren Störung, um jetzt speziell auch nochmal dazu zurückzukommen, ist, solange jemand eine Depression hat, wissen Sie nicht, ob er eine bipolare Störung bekommen wird oder nicht. Ohne die hypomanische oder die manische Phase ist die Diagnose schlichtweg nicht möglich.
Das alleine macht die Dinge schon etwas schwieriger. Das andere ist, dass die hypomanische Phase, Sie haben das vorhin gesehen, die nicht so ganz ausgeprägte Phase über dem Strich, oft nicht gut zu unterscheiden ist von jemand, der einfach sehr lebendig und mal so ein bisschen kritischen Geist hat. Und speziell in der Jugend, in dieser Adoleszenzphase, das ist die Phase von 15 bis 25, nicht abzugrenzen ist von den üblichen Pubertätsschwierigkeiten, die wir von unseren Kindern alle kennen, von allen möglichen anderen Störungen, die es da gibt. Sie haben schon genannt ADHS, es gibt noch die Borderline-Störung, es gibt sehr viele verschiedene Störungen, wo man einfach nicht genau weiß, was wird da jetzt draus. Deswegen überlegt unsere Klinik auch, also das Vitos-Klinikum, so ein Adoleszentenangebot zu eröffnen, wo die Kinder- und Jugendpsychiater und die Erwachsenenpsychiater gemeinsam drauf schauen. Das könnte eine der vielen Möglichkeiten sein, so etwas früher und besser zu erkennen, so eine Art Früherkennungszentrum. Weil wir hören immer wieder auch von niedergelassenen Kollegen, ich habe da so einen Jugendlichen, ich weiß nicht genau, was ist denn mit dem? Hat er jetzt ein ADHS? Hat er einfach nur Krach mit seinen Eltern? Pubertiert er stark? Nimmt er Drogen? Wird das hier eine bipolare Störung? Ne? Und da ist im Moment die Organisation der Früherkennung noch nicht sehr weit. Da kann man noch mehr tun. Ja, wir haben über die Jugendlichen gesprochen. Jetzt vielleicht noch eine Frage zum Schluss, dann möchte ich Sie aber mit einbinden. Wie sieht es im Alter aus? Gibt es Phasen, wo die Menschen im Alter aus einer Depression, aus einer Verstimmung heraus in Patienten, in behandlungsfähige Stadien überwechseln? Das habe ich nicht ganz verstanden. Also wenn Menschen im Alter plötzlich depressiv werden, werden sie behandlungsfähig oder behandlungsbedürftig sein? Ja, natürlich. Ist das häufig? Ich bin jetzt 65 geworden, ich will mich mal informieren. Ah, also man kann im Alter auch richtig depressiv werden, das geht gut und leicht. Und die Altersdepression ist auf dem Vormarsch. Also neben den Demenzen ist die Depression im Alter die zweithäufigste und bedeutsamste Erkrankung für die Versorgung. Deswegen gibt es zunehmend auch spezialisierte Stationen. Wir haben zum Beispiel jetzt eine Station für Depressionen im Alter. Ja, Herr Giesler. Ob das häufig vorkommt, das können sicherlich die Spezialisten besser beantworten, aber wir haben es natürlich schon so, dass wir mit 20, 25 Jahren unipolare Depressionen zu tun hatten und dann kommt der Switch zum bipolaren. Also das ist schon auch keine Seltenheit. Und das kann mit 40, mit 45, das kann aber auch mit 50 passieren. Also das muss man schon so deutlich sagen. Die älteste manische Phase, die ich gesehen habe, der älteste Patient war 80. Das war richtig spannend. Gut dabei, antriebsgesteigert, kreativ, gereizt, also das geht. Ja, es gibt viele Krankheiten, die im Alter dann eben nachlassen oder nicht mehr kommen. Und deswegen war meine Frage, bin ich jetzt drüber weg über die Phase? Oder es geht erst los. Hervorragend, das ist der Einstieg. Jetzt lasse ich das lieber. Ich komme zu Ihnen runter. So, Sie haben sicherlich die eine oder andere Frage. Ja, ich komme gleich zu Ihnen. Ich gebe Ihnen das Mikrofon besser nicht in die Hand, sonst kriege ich es nicht wieder. Aber ich bleibe dabei. Was bedeutet Gefährdung? Wann ist Selbstmord gefährdet, ist klar. Aber wann ist jemand gefährdet? Sind wir da nicht zu schnell bei der Hand, dass schon was ein bisschen verrückt ist, schon eine Gefährdung bedeutet? So, das diskutieren wir ja in unseren Selbsthilfegruppen rauf und runter. Es geht um die Selbstgefährdung und es geht um die Fremdgefährdung. Man muss ja so differenzieren. Und das ist eben nicht immer einfach. Natürlich, wenn jemand auf dem Hochhaus steht und droht zu springen, dann ist das, sieht das jeder. Ja? Oder wenn er zu Hause die Haustüren einschlägt in seiner manischen Phase, dann merkt das auch jeder. Oder aber er setzt sich ins Auto und fährt mit 200 Stundenkilometern durch die Stadt in der manischen Phase. Dann sind das typische Selbstgefährdungsprozesse. Und bei der Fremdgefährdung, dann wird eben einfach auch Gewalt gegenüber anderen ausgeübt. Der Grad ist ziemlich schmal, aber die Antwort darauf, wir brauchen auch unter den Ordnungshütern eben die Kenntnis,
die notwendig ist, mit den Menschen vernünftig umzugehen. Denn die Wertschätzung hat alle Male jeder verdient an der Stelle. Und deshalb ist das ein ganz sensibles Thema. So, geben Sie es Herrn Doktor. Ja. Ich vermute so ein bisschen, das geht auf das zurück, was ich vorhin gesagt habe. Es geht natürlich nicht um Bagatellen, um leichte Gefährdungen, sondern es geht um erhebliche Gefährdungen für Leben und Gesundheit des Betroffenen und der anderen. Darum geht es und das wird sehr sorgfältig abgeschätzt. Also ich kann schon versichern, dass das damit keinen leichtfertigen Umgang gibt. Geben Sie es Herrn Dr. Franz bitte. Also ich wollte auch nur anmerken, es gibt mehrere Möglichkeiten, sich zu gefährden und andere. Da gibt es natürlich einmal Gewalt, dann gibt es Suizid. Es gibt auch die Möglichkeit, immer kränker und immer kränker und immer kränker zu werden und das bereits als Selbstgefährdung zu werten. Und das hatten wir im sogenannten Betreuungsgesetz. Da war, wenn ein Mensch dazu neigte, sehr schwere Krankheitsphasen zu kriegen, noch dazu von einer Krankheit, von der man weiß, dass sie dazu neigt, zu chronifizieren, manchmal eine sogenannte Betreuung auch möglich. Dann gab es den sogenannten Betreuer. Und der konnte dann wiederum in Phasen, wenn er wusste, jetzt geht das wieder los mit der schweren Manie, dann kommt eine Gereiztheit, dann kommen große Geldausgaben. Ist es schon eine Gefährdung? Ab wie viel Euro ist es eine Gefährdung? Ab wie viel nicht? Das ist so ein ganz schwieriger Bereich bei der Manie, darüber zu reden. Und ich habe viele Fälle erlebt, selbst als Behandler, wo das ein Gegenstand einer sehr, sehr langwierigen und manchmal schwierigen auch Entscheidungsfindung war. Ab wann sagen wir, jetzt ist das zu viel, jetzt müssen wir was unternehmen? Und ab wann war das noch so eigener Wille. In dem Kontext gibt es noch eine andere kurz zu erwähnen. Es gehört einfach dazu, auch wenn es blöd ist, immer der Überbringer der schlechten Botschaften zu sein. Sie wissen, im alten Griechenland wurde man dann den Kopf los. Aber ich hoffe, das passiert hier nicht, heute nicht. Wenn jemand auf der Grund einer Betreuung zu einer psychiatrischen Klinik eingewiesen wurde, so konnte er früher dort festgehalten werden und gegen seinen Willen behandelt werden. Er musste sogar festgehalten werden, denn sonst hätten ja die Psychiater ihre Aufsichtspflicht verletzt und wären vielleicht, wenn was passiert, angezeigt worden, wegen mangelnder Aufsichtspflicht, wegen was weiß ich alles. Jetzt gibt es ein neues Urteil des Bundesgerichtshofes, das untersagt zu behandeln, aber weiterhin zwingt einzuweisen. Das bedeutet, es ist eine Situation da, als wäre das mit den Entgelten nicht schon genug, dass wir in der Psychiatrie manche Menschen, die mit dem Betreuungsrecht eingewiesen wurden, gar nicht mehr behandeln dürfen. Und Sie können sich so ein bisschen vorstellen, was da los ist. Unsere Fachgesellschaften haben wirklich viel zu tun im Moment, wo sie überall gegen ankämpfen müssen. Ich habe eine gute Nachricht gehört jetzt, dass es bereits ein Gesetzgebungsverfahren gibt, das wieder zu ändern. Denn wir rechnen natürlich damit, und das steht in diesem BGH-Beschluss, Bundesgerichtshof, ja, BGH-Beschluss, hinten drin, da steht wörtlich, das Gericht ist sich der Tatsache bewusst, dass einige der Betroffenen durch diesen Beschluss Schaden, erheblichen Schaden nehmen werden. Also die Richter haben das sogar gewusst, sie wollen, dass das geändert wird, und in diesem Zwischenzustand befinden wir uns jetzt, und man sollte es wissen, dass es das geben kann. Und es hängt sehr von den einzelnen Psychiatern ab und auch von den einzelnen Richtern, die jetzt wirklich nach Gewissen jeder anders, je nach Fall entscheiden müssen, um in der Situation eine gute Lösung zu finden. Wir sollten vielleicht öfter auf dem Podium sitzen, weil das war genau der Punkt, den ich auch nochmal ansprechen wollte, dass wir jetzt gerade eine Situation haben, dass ein Richter, der eine hohe Expertise auf dem juristischen Bereich hat, entscheidet über ärztliche Fragen. Und das ist ein großes Problem. Und das wird ein großes Problem geben, weil natürlich auch die Zwangsbehandlung kein Arzt macht, kein Psychiater, kein Arzt macht das gerne. Das ist aus der Not heraus, um den Menschen zu helfen. Und das ist letztendlich immer der Antrieb von jedem Arzt, sonst wäre man was anderes geworden. Und jetzt ist man in einer Situation, einen Menschen zu sehen, der in einer schwersten Krankheitszustand ist, jetzt nicht für sich selber handeln kann, sodass man in Vertretung für den Patienten ihn behandeln muss. Und das wird jetzt durch dieses neue Gesetz auch ad absurdum geführt. Und wir haben den Fall, dass dann ein Richter sagt, wie gesagt, mit einer hohen Expertise, aber auf einem anderen Gebiet, das sehe ich gar nicht ein, dass er behandelt wird. Und wir stehen daneben und sehen, dass dem zunehmend schlechter geht, dass die Chronifizierung eintreten und so weiter. Ja, vielen Dank. Kommen wir zur nächsten Frage. Ja,
Ja, ich höre seit 30 Jahren aus Interesse immer solche Vorträge und es ist immer wieder sehr ähnlich, das Problem mit dem Geld und keine Zeit. Aber Sie haben das schon ganz klar gesagt, Herr Franz und Herr Pröhmecher, dass man viel Zeit für diese Patienten und reguläre Zeit, nicht Frau Hummel, Sie haben ja schon gesagt, 2-3 Mal im Monat, das ist für diese Kranken zu wenig, ganz klar, denke ich, nicht? Ja, und ich glaube, dass man häufiger braucht. Und ich glaube, etwas ganz Wesentliches für Angehörige ist ja auch, wie gehe ich mit diesen Patienten, mit diesen Angehörigen um? Es geht immer um Grenzen. Bei Depressionen hat man das Gefühl, man muss immer mehr tun, immer mehr tun, immer mehr Zeit investieren, wo man an die eigenen Grenzen kommt. Bei der Manie ist es anders. Ich denke, da muss man eben frühzeitig Grenzen setzen. Nicht? Der kauft noch einen Mercedes, so aus Spaß und Verrücktheit. Und dass man eben da auch eine Grenze setzt. Wie geht, kann man, was können Sie eigentlich den Angehörigen sagen, wie Sie mit den Grenzen bei Depressionen, das ist was anderes, als bei Manien umgehen sollen? Frau Dr. Hummel? Ja, ich habe jetzt gerade überlegt, also ich glaube, es ist entscheidend, in welchem Stadium sich eine Manie befindet. Also ich fange mal mit der Depression an. Da ist es, glaube ich, ist nämlich ein bisschen einfacher. In der Depression, glaube ich, ist es nicht sinnvoll, so gute Ratschläge zu geben. Ja, also so nach dem Motto, nur mach doch mal, nur reiß dich mal ein bisschen zusammen. Sozusagen so ein... eine milde Strukturierung, also jemanden zum Frühstück zu bringen, zum Spaziergehen, so. Ich finde, dass da manchmal vorgeschaltet sein könnte, zum Beispiel, wenn das geht, eine tagesklinische Behandlung, um von außen eine Strukturierung reinzubringen, auch zur Entlastung der Angehörigen. Wenn jemand jetzt eine nicht so ausgeprägte Depression hat, dann heißt es, ihn in den Alltag mit einzubinden und gemeinsam vielleicht so leichte Tätigkeiten zu machen. Das wäre so mein konkreter Rat dann. In der Manie ist das wesentlich schwieriger, weil sich jemand nicht eingrenzen lässt. Ja? Also in der Hypomanie hat man in der Regel noch die Kontrolle ja über das, was man tut. Da mag das gelingen, das ist ja auch nicht so gefährlich, um es mal so zu sagen. In der voll ausgebildeten Manie das schaffen Angehörige nicht. Da muss von außen Hilfe mit dazu. Es geht nicht. Auf keinen Fall. Nee. So, jetzt vielen Dank für die Antwort. Die Meldungen werden häufiger. 1, 2, 3, 4. Bitte merken Sie sich die Zahl, die ich gesagt habe. Lassen Sie es mir ruhig, sonst kriege ich es nicht mehr. Also mich würde interessieren, was die Forschung dazu weiß, wie der biografische Anteil dieser Störung ist und was der biografische Anteil wäre. Oder die Anteile. Herr Dr. Franz. Wir haben ja auch Psychotherapeuten hier am Tisch. Also das, der biografische Anteil bei der bipolaren Störung ist lange ein bisschen umstritten gewesen. Also gibt es sowas wie ein spezifisches Trauma oder die bipolare Mutter oder so etwas? Und das kann man nicht sagen. Es ist ein Aufeinandertreffen einer bestimmten, ich nenne das immer das genetische Ticket, mit dem wir alle durch die Welt fahren. Die einen kriegen es mehr auf die Bronchien und die anderen mehr mit anderen psychischen Störungen. Das ist mir sehr wichtig, aber was dann schließlich passiert, hängt sehr mit unserer frühen Kindheit und bestimmten Entwicklungsphasen, die teilweise sogar intrauterin sind, zusammen. Das heißt auf Deutsch? Entschuldigung, also die noch während der Schwangerschaft passieren. Da ist einiges erforscht, vor allem für die Schizophrenie. Es gibt eine große Überlappung bei diesen Psychosen. Das können Infektionen sein, das können schwierige Schwangerschaften sein, das können Trennungen von der Mutter in den ersten Monaten sein.
Aber es gibt nicht, ich spüre so ein bisschen das in Ihrer Frage, vielleicht sehe ich das aber auch falsch, so den spezifischen Konflikt, dass man sagen, weil man jetzt so und so mit jemand umgegangen ist, ist er eher bipolar geworden und wenn man eher so mit ihm umgegangen wäre, dann wäre er eher schizophren geworden und wenn man es noch anders gemacht hätte, wäre vielleicht gar nichts passiert. So nicht. Aber es gibt ja bestimmte Bedingungen wahrscheinlich. Ja, ja. Aber die sind etwas unspezifischer. Also damit kann man auch eine Depression bekommen. Das sind zum Beispiel Verlusterfahrungen in der frühen Kindheit. Das sind schwere emotionale Traumata. Es gibt auch eine erhöhte Rate von traumatisierten Menschen, aber emotional traumatisierten Menschen bei den Depressiven und auch bei den Bipolaren. Es gibt auch Menschen, wo die genetische Belastung so hoch ist, dass eigentlich man gar nichts sieht und es kommt einfach. Das gibt es auch. Diese frühe Kindheitserfahrung mit den Traumata, Verlusten, emotionale Belastung, die verstärkt bei den Depressiven und auch bei den Bipolaren die Wahrscheinlichkeit, dass es später dazu kommt. Insbesondere Verlust eines Elternteils vor dem fünften Lebensjahr. So, Nummer zwei. Wer hatte Nummer zwei bekommen? Komme ich zu Ihnen? So, nee. Nee, lassen Sie es mir. Gut. Also ich möchte hier... Nicht so dicht dran. Ja, darf ich jetzt sprechen, ja. Also ich bin weder manisch noch depressiv, aber ich glaube, wenn ich noch eine Weile hier bleibe, werde ich depressiv. Also erstens, der Hauptgrund, den ich hier anbringen möchte, ist der Punkt, der, ich kann nicht ertragen, dass ich jetzt sitze, dass sechs Leute über Geld reden, wenn hier so viele Menschen sitzen, die betroffen sind, die krank sind, die Angehörige sind. Die Kassen haben Milliarden Überschüsse und wir wollen uns hier von Ihnen jetzt nicht anhören, dass wir in Zukunft nicht mehr behandelt werden können. So, das ist das Erste. Zweitens, ich bin selbst seit 14 Jahren betroffen, meine Tochter auch seit 14 Jahren. Und ich habe jedes Mal, wenn ich in Kliniken gehen musste, in Stationen, leider muss ich sagen, über Wochen sitzen müssen mit Drogenkranken, mit Alkoholikern. Und ich jedes Mal als Hölle empfunden habe, dort sein zu müssen, obwohl mir geholfen wurde. Das Zweite oder Dritte hinterher... Hausärzte haben in der Regel entweder gar nicht oder wirklich Jahre zu spät erkannt. Man wurde zu Orthopäden geschickt, zu 1000 anderen Fachärzten. Die körperlichen Symptome, Schmerzphasen, all diese Dinge, die eine Depression vorweggehen, wurden nie erkannt. Das heißt, der Leidensdruck eines Patienten, bis er überhaupt mal einen Therapeuten sieht oder in eine Klinik darf oder muss, ist wirklich über Jahre, wie vorhin gesagt wurde, riesig groß. Diese Anspannung und vor allen Dingen, dass die gesamte Familie darunter leidet. Und die Familie selber, muss ich auch als Tipp geben, sollte generell sagen, eine Familie und Angehörige können es nicht leisten. Profis müssen helfen und dürfen helfen. Das ist das Thema Arzt, Hausarzt, Körper, Geld. Und ich darf nochmal sagen, der Vorlauf, bis etwas erkannt wurde, ist auch bei mir fast 8 Jahre gewesen. Und ich muss sagen, es war fast am Limit. Ich habe alles verloren, meinen Beruf, meine Partnerschaft, und meine Gesundheit, nur weil über Jahre Hausärzte nicht in der Lage waren, mich einzuordnen. Danke. Ja, vielen Dank für dieses Statement. Gibt es dazu auf dem Podium eine Antwort? Machen wir die nächste Frage. Wer war Nummer zwei? Ich suche noch Nummer zwei. Wir haben schon Antworten. Also, dann bitte. Ja, ich fange mal an. Also weiß jetzt gar nicht, das mit dem Geld tut mir leid, aber da hat Herr Pollmecher ja darauf hingewiesen, es war nicht unsere Idee, ne? Sondern wir kämpfen eigentlich hier dafür, dass das besser wird und dass sich das ändert. Und im Grunde genommen, auch wenn das vielleicht komisch geht, ich sage immer zu Herrn Giesler, die Profis brauchen irgendwann auch die Unterstützung der Betroffenen und Angehörigen im Druck gegen diese Politik, die solche Entscheidungen trifft, die Sie und uns dann gemeinsam treffen. Das finde ich ganz wichtig. Die andere Sache, das mit dem Mischen auf den Stationen, das ist eine Ansichtssache. Ich persönlich bin auch ein Vertreter der störungsspezifischen Psychiatrie, also wo wir sozusagen wo wir Stationen haben, wo eher Depressive ein bisschen unter sich sind und wo eher die Psychosen ein bisschen unter sich sind. Das klingt jetzt komisch, aber es ist aus meiner Sicht effektiver, eine störungsspezifische Psychotherapie und Psychiatrie zu machen, als zu mischen. Aber da gibt es auch andere Kliniken und andere Ansätze. Das muss man einfach so sehen.
Und der dritte Punkt, das kann ich nur unterstreichen, Sie haben das jetzt mit Ihrem eigenen Beispiel selber sehr schön gesagt, also diese lange Zeit der Diagnostik, deswegen wurde auch darauf hingewiesen, ist wirklich ein nach wie vor ungelöstes Problem. Herr Pollmecher? Ich glaube nicht, dass der Schwerpunkt hier oben über Honorar- und Geldfragen war, das würde ich jetzt da nochmal so zurückgeben, aber es ist doch völlig klar, wenn eine Klinik unter Druck gesetzt wird, Menschen möglichst schnell wieder zu entlassen, was dabei rauskommt. Ich glaube, da sehen wir ganz direkt den Zusammenhang. Und der Punkt ist einfach auch der, wo werden politisch Schwerpunkte gelegt? Also wenn die Schwerpunkte nicht dort sind, den Krankenhäusern oder den Ärzten die Mittel zur Verfügung zu stellen, dass den Menschen geholfen werden kann, dann muss man sich auch nicht wundern, dass da Defizite entstehen. Ich möchte dazu noch mal ergänzen, es ist ja so, wenn die Kliniken Menschen weniger stabil entlassen müssen, dann sind wir im niedergelassenen Bereich. Einige von Ihnen werden in psychiatrischer Behandlung sein und sich vielleicht fragen, warum sind die Wartezeiten so lang? Also wir haben in der Regel Wartezeiten zwischen regulär 6 und 8 Wochen. Das geht eigentlich gar nicht, aber das ist, so hängt eben eines mit dem anderen zusammen. Gehen Patienten früher aus der Klinik, sind wir als Niedergelassene gefragt. Wir haben dann keine Termine, wir haben dann keine Zeit. Und von daher finde ich schon, also ich kann das verstehen, es geht immer um Geld und immer um das Gejammere und Geklage, das kann ich wirklich nachvollziehen. Aber man kann es andererseits auch nicht ganz raushalten, weil es betrifft nicht nur uns, es betrifft auch Sie. Und ich finde nicht, also ich könnte für mich sagen, ich jammere da nicht auf hohem Niveau. Es ist wirklich so, dass man... Ja, dass es vorne und hinten zu kurz ist, ja, und das muss man auch mal sagen, also ohne, dass jetzt noch mehr Zeit dafür verwandt werden soll. Okay. Also ich kann das ja nur unterstreichen, denn ich reihe mich ja nun hier nicht ein, ob nun viel Geld oder wenig Geld. 6 bis 8 Wochen, das ist noch ein Glücksfall. Und wenn wir einklagen, ob das die Angehörigen sind oder die Betroffenen, dass die Behandlungsintervalle kürzer sein müssen und sie müssen bei den bipolaren Störungen kürzer sein. Und wenn ich von der Entstehung ausgehe und habe die ganz engen, zeitlichen engen Kontakte, dann habe ich ja die Chance, wenn ich erkenne, dass man von einer unipolaren Depression in eine Manie abgleitet, rechtzeitig dagegen zu steuern. Wenn ich aber den Patienten ein Vierteljahr oder manchmal sogar ein halbes Jahr nicht sehe, dann erkenne ich es ja nicht als Behandler. Und das eine hängt mit dem anderen zusammen. Und deshalb kann ich nur sehr deutlich sagen, es ist ein Skandal, wie die Menschen mit bipolaren Störungen behandelt werden. Und da gibt es nichts zu beschönigen. So, ich bin jetzt mal nach ganz hinten gegangen und habe einen Herrn vor mir sitzen, der die nächste Frage stellen möchte. Ja, schönen guten Abend. Eigentlich hat sich die Frage so ein klein wenig erübrigt. Ich bin als Heilpraktiker hier in Kassel schon über 30 Jahre tätig und ich möchte gerade mal so an die Psychotherapeuten so eine Frage stellen wie Sie an Frau Dr. Hummel. Warum es oftmals so schwer ist, Therapieplätze für Patienten zu finden, die, wie Sie sagen, 4 bis 6 oder 8 Wochen sind. Manchmal, so ist meine Kenntnis, geht das teilweise über ein halbes Jahr oder momentan gar nicht. Wir sind voll. Und das ist jetzt nicht die Schuld der Therapeuten, sondern vielleicht gibt es eigentlich auch zu wenig Therapeuten. Das würde ich ganz gern noch mal wissen. Also die 6 bis 8 Wochen beziehen sich auf psychiatrische Behandlung, also auf die ärztliche Behandlung. Was Psychotherapie anbelangt, also habe ich Augenblick, also ich kann jetzt für mich sprechen, Wartezeiten zwischen 4 Monaten und einem Dreivierteljahr. Und das ist, ich glaube, das geht, ist in vielen anderen Praxen auch so. Naja, das ist vielschichtig. Also auf der einen Seite ist der Bedarf enorm gestiegen. Auch das Bewusstsein dafür, dass man mit bestimmten Problemen zum Psychotherapeuten oder ärztlichen Psychotherapeuten geht. Da spielen sicher auch die Medien mit eine Rolle. Es ist,
Depressionen zum Beispiel sind sozusagen gesellschaftsfähig geworden, Burnout, ja, als letzte Diagnose. Also zum Psychotherapeuten zu gehen, ist nicht mehr ein Makel, sondern zeigt vielfach auch das gestiegene Bewusstsein von Menschen. Ja, also die Behandlung ist zeitaufwendig, das sind immer 50-Minuten-Einheiten, von daher kann ein niedergelassener Psychotherapeut nur eine begrenzte Anzahl von Patienten aufnehmen und ist auch begrenzt in der Anzahl der Patienten, die er nehmen kann. Das wird dann in Minuten abgerechnet. Also von daher gibt es da auch eine Begrenzung. Also da kommt viel zusammen, dass so lange Wartezeiten entstehen. Meine Erfahrung ist, letztlich klappt es schon, wenn jemand hartnäckig genug ist und wirklich dranbleibt sozusagen. Aber es ist natürlich auch ein Dilemma. Psychotherapie ist letztlich nichts für eine Notfallbehandlung, sondern für eine Alltagsbegleitung. Und von daher wird ja vielfach davon ausgegangen, dass es möglich sein muss, sagen wir mal, 3 Monate zu warten auf einen Therapieplatz. Ist ja nicht zu verwechseln jetzt mit einer akut psychiatrischen Behandlung. Da ist im Notfall unter Umständen sofort ein Termin notwendig. Ein weiteres Detail, was man sicherlich bedenken muss, ist, dass im Moment die technisierte Medizin und auch alles, was an hochtechnisierter Diagnostik läuft, einen viel höheren Stellenwert hat und auch mehr gefördert wird als zum Beispiel die psychiatrische oder psychotherapeutische und gesprächsintensive Medizin, die vom ganzen Volumen eigentlich nur einen ganz kleinen Anteil macht. Also die größten Ausgaben sind in ganz anderen Bereichen. Nur mal als ein ganz plakatives Beispiel, steht ja auch oft in der Presse. Also wir haben in München mehr Herzkatheterplätze als in ganz Norditalien. Deswegen sind die Münchner aber nicht gesünder als die Norditaliener. Das wirft so ein Licht drauf, wo viele Ressourcen hingehen. Meines Erachtens ist das ein Punkt, wo man auch nochmal genau hingucken muss, und wo eine Entwicklung, die weiter in Richtung Technik geht, sicherlich nicht förderlich ist. So, jetzt kommen Sie bitte noch mal zu mir hier. Ich halte Ihnen das Mikrofon vor. Bitte schön. Ja, wir haben einen Sohn und er ist 39 Jahre alt. Und erst einmal, er ist 1994 im Studium abgebrochen, nach Hause gekommen. Ärzte konnte nicht feststellen, der ist mindestens 25, 30 Ärzte, kann ich aktenkundig zeigen, konnten die nicht feststellen, was der junge Mann hat. Praktisch, Studium abgebrochen, der war schwer psychisch krank. Keine Ärzte, die konnten gar nicht feststellen. Dann ich als Fernsehtechnikermeister, ich habe ständig in meiner Werkstatt ein Diktiergerät genommen und die große Kliniken und so weiter, die Professoren, diese Äußerung, ich habe immer wieder aufgenommen und wenn ich ruhige Zeit gehabt habe, und da habe ich immer wieder diese ganze Sachen, ich habe gesagt, was habe ich, unser Sohn? Dann zuletzt, er ist nach Asklepios Klinik, Westerland geschickt wegen Haut. Ärzte haben kiloweise Creme geschrieben und mein Apotheker, Westertur-Apotheker Siegfried Falk, der hat gesagt, Herr Zuckerberg, es ist nicht. Die Krankheit liegt irgendwo anders. Und die Ärzte wissen nicht und die behandeln und das ist kein richtiger Weg. So, und zuletzt, ich habe der Hautbehandlung, Asklepios, die haben Haut behandelt, beziehungsweise er hat jeden Tag angerufen und gesagt, Vater, es geht mir gut. Unser Doktor studiert in Göttingen, gesagt, ja, geht mir gut. In 2 Wochen, er hat sein Studium abgebrochen, er hat seine Behandlung abgebrochen, nach Hause gekommen. Dann hatte ich keine andere Wahl mehr, Klinik anzurufen. Ich habe mit der Chefarzt telefoniert. Chefarzt hat gesagt, ich weiß nicht, unterhalten Sie bitte mit unserem Stationarzt. Stationarzt hat gesagt, ich habe gefragt direkt, was für Probleme
warum er überhaupt unter Behandlung unterbrochen. Dann sagte er, ja, ich weiß nicht, aber der hat Hautkrankheit. Ich habe immer wieder gesagt, hat er Hautkrankheit? Gesagt, ja, Hautkrankheit. Da habe ich gesagt, nein, er leidet unter schwerer Depression. Da habe ich laut Diagnose, was ich festgestellt habe, als Fernsehtechnikermeister. Ich habe festgestellt, er hat Depressionen. Gut, er hat gesagt, ich habe gesagt, Sie haben doch letztes Mal zu mir gesagt, dass er Depression leidet, aber Sie hatten keinen richtigen Arzt gehabt, deswegen konnten Sie nicht behandeln. Und ich habe das zweite Mal, wo ich angerufen hatte, dann sagte er, nein, ich habe ihn nicht gesagt. Da habe ich gesagt, Herr Doktor, ich habe aufgenommen, ich musste notlügen. Ich musste notlügen. Ich habe aufgenommen, ich kann ihn beweisen. Er hat Hörer aufgelegt, halbe Stunde später rief er an, Herr Zuckerberti, Ihr Sohn ist schwer psychisch krank, Sie müssen ihm schnell wie möglich irgendwo zur Klinik. Dann, ich habe gesagt, empfehlen Sie bitte eine Klinik. Er hat 6 Mal bei uns angerufen. Er hat gesehen, der hat Fehler gemacht und die Eltern haben festgestellt. Wie geht es denn Ihrem Sohn heute? Heute geht unser Sohn praktisch, er ist kurz vor Sterben. In der Zwischenzeit, er lag im städtischen Klinikum, hier, größte Krankenhaus hier in Nordhessen. Er sollte angeblich Auge haben, Haut haben und so weiter und so fort. Deswegen war er dort. Ich habe Klinik angerufen und ich habe Klinik gesagt, er ist psychisch krank, er braucht dementsprechend Behandlung. Ich habe auch gesagt, Medikament und so weiter, habe ich gesagt, bitte zuständige Abteilung Verbindung setzen. Und dann, die hat gesagt, wer sind Sie? Habe ich gesagt, ich bin der Vater. Ach, hier gibt es ein Gesetz, was ist denn das? Das ist das Datenschutzgesetz. Da habe ich gesagt, was hat mit der Behandlung zu tun? Da habe ich gesagt, Behandlung hat doch mit Datenschutz überhaupt nichts zu tun. Dann überhaupt nicht, 2 Wochen, einmal Auge und einmal Haut nach Hause gekommen. Und er ist immer wieder schlimmer geworden. Ich habe überall, wie ein verrückter Hund überall geschrien, Hilfe für unseren Sohn. Heute können wir nicht unter Dach. Ich habe Gesundheitsamt angerufen, beziehungsweise ich habe nicht, wo er 1 Euro Job machte. Sie haben einen Bericht Jobcenter gegeben. Jobcenter hat gesagt, er muss alle Richtungen untersucht werden. Bedeutet Drogen und alles. Er hatte einen Termin, 25. Gesundheitsamt. Er ist nicht erschienen. Das bedeutet, einen Drogentest, er wollte weigern. Und dann, nächsten Tag, er ist hingegangen, ich habe mit Herrn Doktor gesprochen. Doktor sagte, ja, er war nächsten Tag da. Und weiß ich nicht, was der Doktor festgestellt hat. Er hat 6 Monate, er hat ihm erwerbsunfähig geschrieben. Da frage ich mich, der hat doch noch mehr Gelegenheit, jetzt Drogen, er ist richtig jetzt Drogen, praktisch sehr wahrscheinlich, er dealt mit Drogen, er nimmt Drogen, es ist handfester Beweis, haben wir da. Und jetzt praktisch, wir haben mehrere Kliniken angerufen und jetzt wollen wir Hilfe. Er ist total hilflos, der hat keine Wahrnehmungsfähigkeit, keine Gefühl, gar nicht. Und wir wissen nicht, praktisch soll ich meinen Sohn behandeln oder die Ärzte sind verantwortlich für unsere Kinder, unsere Bevölkerung zu behandeln. Die Ärzte, die kümmern sehr, sehr wenig für die Patienten, weil die können zum Beispiel überhaupt nicht reden. Die brauchen behandeln. Dann sagen die erst einmal, ich habe Dr. Franz auch einmal angerufen, wo ich gelesen habe. Dr. Franz sagte, gehen Sie dorthin, Wilhelm Scheuer, alle irgendwo andere Art suchen, ich bin nicht zuständig. Ich habe mit der Art von der Gesundheitsamt auch darüber gesprochen. Da frage ich mich, er braucht dringend irgendwie eine Anstalt, wo er behandelt wird. Wer kümmert? Sagen Sie mal, soll ich kümmern? Soll meine Frau kümmern? Oder irgendwie andere? Oder bis er tot geht? Aber das habe ich nie von Deutschland erwartet. Ich habe das ganze Leben, wissen Sie, hier gearbeitet, ich habe Menschen geholfen und das habe ich nie gedacht, mein unser Sohn eine Vielen Dank für Ihre Stellungnahme. Jetzt bitte, vielleicht können Sie mit dem Herrn von der Selbsthilfegruppe mal reden, dass er Ihnen auch ein paar Tipps geben kann. Ich möchte vielleicht ganz kurz darauf eingehen. Das, was Sie beschreiben, das ist
das ist genau die Schwierigkeit, die vorhin Frau Dr. Hummel dargestellt hat. Wenn auch das Umfeld, wenn Angehörige einsehen oder erkennen, dass mit dem Menschen etwas nicht stimmt, dass er vielleicht eine psychische Krankheit hat, der Mensch selbst sich aber nicht in Behandlung begibt, wenn es eben kein therapeutisches Bündnis gibt, wenn es keine regelmäßigen Kontakte zum Psychiater gibt, vielleicht auch keine Bereitschaft, in einer Klinik sich behandeln zu lassen, und der Mensch aber nicht so krank ist, dass, da sind wir wieder bei der Gefährdung, keine Gefährdung vorliegt, die rechtfertigt, ihn gegen seinen Willen zu behandeln, dann gibt es viele Menschen leider, die psychisch krank sind und die frühzeitig chronifizieren und denen man sehr, sehr schwer oder gar nicht helfen kann. Diese Stelle in der Wilhelmshöher Allee, das ist eine Außenstelle unserer Klinik, die hat eine große Institutsambulanz. Wenn er da hinkommen würde, wäre das eine gute Möglichkeit, ihn zu diagnostizieren. Ansonsten finde ich es auch eigentlich eine Indikation, sich eventuell das dann so genauer anzuschauen. Ja, das war zum Abschluss unseres heutigen Abends eine sehr beeindruckende, bewegende Geschichte eines verzweifelten Vaters, die uns sicherlich alle nicht unberührt gelassen hat. Ich möchte Ihnen herzlich danken, dass Sie hierher gefunden haben, und ich hoffe, dass Sie den einen oder anderen Gedanken mit nach Hause nehmen können. Mein Dank gilt dem Podium hier für Ihre doch sehr erhellenden Beiträge. Ich habe eine ganze Menge gelernt heute Abend. Und ja, Frau Dr. Müller, wollen Sie noch ein paar Worte sagen? Nein, ich will nochmal unseren Experten danken, vielleicht mit einem kräftigen Applaus. Vielen Dank, aber auch ans Publikum, das ja wieder sehr aufmerksam zugehört hat und viele, viele Fragen gestellt hat. Sie können die Sendung, wenn Sie mögen, auch weiterempfehlen. Sie kann ja im Gesundheit im Gespräch im Internet angeschaut werden oder aber im offenen Kanal. Und ansonsten wünsche ich Ihnen jetzt ein gutes Nachhausekommen. Auf Wiedersehen.